Dann, das ist richtig dumm, weil ich meinen Controller an meinem Laptop bzw. Computer aufgeladen habe, hat er sich irgendwie mit Steam verbunden und da ist dann diese Steam komische, diese Steam Controller Variante aufgeploppt und die hat diese Geräusche gemacht, weil dieser Controller dann gleichzeitig meinen Laptop gesteuert hat und meine PlayStation. Das ist belastend. So versammelt ihr euch, drückt eure Kinder an euch. So, weg damit. Und direkt fortfahren, damit wir nicht so eine große Ziri Lücke war im haben. Buckelsumpf auf die bösen Mumen gestoßen. Diese diabolischen Schwestern hatten sie aufgenommen und dann geschwankt, ob sie sie fressen oder der wilden Jagd ausliefern sollten. Ziri war noch vor der Entscheidung geflohen. Ein Geisterreiter der Jagd hatte sie in den Sumpf verfolgt. Und dort verlor Gerard ihre Spur wieder. Er brauchte einen neuen Hinweis. Und weiter geht's. So, zum Baron. Ich richtig? Wer zum Wegweiser? Nein, 180 Grad Drehung und andere Seite. Und dann auch zum Baron. Sie sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. So, rein da. Und diesmal helfen wir ihm, seine Frau zurückzubekommen, haben wir letztes Mal nicht. Können wir diesmal machen. Des Barons. Und du bist der Hexenmann? Der Mutter. Du siehst ja fertig aus. Na, komm her. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potz Pestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie?
Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach über dem Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Ja, das denke ich tatsächlich. Ihr Hexer mögt die Welt schwarz-weiß sehen. Wir normalen Leute sehen sie in Graustufen. Wie meine Familiengeschichte. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Man hätte sie einfach umbringen sollen und fertig. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Da war sie wenigstens ehrlich. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei.
Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Es ist ihre Schuld, warum kann man das nicht sagen? Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Na gut, ich komm mit. Auch mit Bewaffneten ist das ein schlechter... Rausrücken! Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Na dann. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Verflucht! Da ist ein anderer Gegner noch. Was ist denn da? Ein Wolf. Und sie auch mal gönnen. Okay, jetzt aber zum Greifen. Nee, ist ja kein Greifen, sondern was anderes. Also ähnlich vom Kampfstil her. Lassen. Auf geht's. Ich glaube, ich bin jetzt hier hoch. Wie immer habe ich keinen Plan von allem. Ja, okay. Du Hurensohn! Du Hurensohn!
Vielleicht beim nächsten Mal glaube ich besser hinbekommen. Ah, hier ist ein Weg. Du hoch! Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Hoffentlich nicht. Hat mich in große Schwierigkeiten gebracht. Was meinst du damit? Ich muss fliehen. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Auf geht's. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Da war ich doch spät schon gewesen. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein. Aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Na gut. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Okay. Klingt gut. Das ist der Schlüssel zu Ciri. Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Hm.
Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich es mir nur ein. Vielleicht. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Geh zum Hafen bei. Achso, das ist hier direkt. Ich bitte euch. Ich bin unschuldig. Nee, Reise nach Skellige will ich nicht. Ich will dem Baron helfen. Wir können den Brückelsum auch unter unserem Level, aber was soll's. Und ist am Arsch der Welt. Zum Glück gibt es hier schnell Reise. Abkürzung geht nicht. Wenn ich groß bin, werde ich ein Junge. Ah ja, genauso funktioniert das auch mit dem Großwerden. Ich habe vergessen, die Schwerter reparieren zu lassen. Egal. Passt schon. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nö. Sind vertrimmt worden wie noch. Schreibt mir jetzt schon wieder. Warum zum Teufel treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum? Sie sind doch nicht aus Novigrad gekommen, um zwei Niemande aufzuknüpfen. Ich weiß es nicht, Herr. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen Sie nach ein paar Peitschenhieben Vernunft an. Und? Spuck's aus! Wo sind Sie hin? Zum Dorf im Sumpf, Herr. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Komm schon! Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Numen erledigen. Ich weiß doch, wo Sumpf ist, also...
Warum geht er vor und nicht ich? Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Mumen, Scheiße. Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Genauso wird es für sie jetzt sein. Moment, ich muss kurz was machen. Schreibt mir denn jetzt die schon wieder? So, weiter geht's. Die sind aber echt lahm. Und schon wieder eine Nachricht, ey, ich werd nicht mehr. Weiter geht's. Und ihr wollt jetzt Schwerter ziehen schon? Okay. Schild doch erstmal. Puh, sie ist überhaupt nicht verletzt, die vom Baron. Aber ihr seid echt low. Ja, so
lang nicht mehr gesehen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir haben doch gar keinen Grund, uns hier herumzutreiben. Diesmal haben wir es geschafft. Ja, der Baron wird schon nachkommen. Ach, wir sind auch schon wieder des Barons. Warum bist du hier? Erzähl ich dir später. Nee, das ist ein Hexenjäger, oder? Und die Tochter des Barons. Ja, der Baron ist und der Baron ist immer noch am Arsch der Welt. Immer lohnt sich, mich dabei zu haben. Ja, ja. Hi. Hexer, hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Hm. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm. Verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren. Niemals. Das lass ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann. Ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Dein Vater, er sucht seine Frau, deine Mutter. Wirklich? Zahlt er dir viel, damit du sein Ja-Sager bist? Wahrlich, ich sage euch, Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha. Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf. Nicht. Hier drüben! Ordentlich geschoben. Hey, zurück mit dir, Stinker. Ingwerbrot. Frisch und warm. Mutter. Ah, ja. Blitzblank, taufrisch. Los, peitsch mich aus. Ich hab's so klein gemacht. Ich hab geknabbert, aber nur um zu sehen, ob es fest ist. Aber es ist frisch. Hab Erbarmen. Oh, Mutter. Hab Erbarmen. Aber ich hab gebeten, gebettelt. Mutter, ich bin es. Erkennst du mich? Was ist mit ihr passiert? Ich hab gesagt, ich mach das alles. Gib her. Ich schrub es nochmal. Schrub es sauber. Mutter!
Da kommt etwas. Passt auf. Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit. Alles voll. Moin, Little Crywolf. Oh, ich hasse das auf einmal. Das verdirbt der Geschmack. Oh, kommt schon, Leute, geht mir aus dem Weg. Ich hab schon längst tot, weil ihr nicht im Weg steht. Das Fett! Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Digga, geh aus dem Weg. Was war das gerade hinter mir? Oh ja, toll, ein Volt. Geh aus. Könnt ihr nicht einfach aus dem Weg gehen? Kommst du mal hin, ich will spielen. Hast du Angst vor dem Coronavirus? Nö, hab da keine Angst vor. Warte. Handyspiele vielleicht mal, aber das ist ein bisschen komplizierter. Da muss ich dann mit dem PC verbinden und so, aber irgendwann vielleicht mal. Ich glaube, ich habe sogar schon mal irgendwann vor Ewigkeiten, ich glaube, das war Clash Royale oder so gespielt. So. Weg mit dem. Aber wenn es mal wieder eine Gelegenheit gibt, geht das bestimmt. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben. Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühr sie nicht an. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen! Kuchen zum Abendessen! Sandkuchen! Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Es ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Dann gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt, in den blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Es ist einen Versuch wert. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern? Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben, neue Pflichten, dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst, es wird alles gut.
Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Schwöre es. Du hast mein Wort, Kind. Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Lebt wohl. Es war richtig, dass du deinen Vater überlassen hast. Da bin ich nicht so sicher. Wir können nichts weiter tun. Loot. Der Hexer auch. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Bei mir ist die leider passiert. Das würde mich mal interessieren. Sekunde. Ich muss eben eine Nummer einschreiben, wir können für heute Schluss machen. Vielleicht heute Abend nochmal. Bis dann. Ciao, ciao, ich warte eben, bis du bei sagst.